Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute ein paar Produkte zeigen, die ich bei Stilvana ausgesucht habe. Stilvana kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ein paar Produkte vorstellen möchte aus ihrem Shop. Stilvana ist ein Shop, der koreanische Beauty-Produkte, Hautpflege und auch, ja, dekorative Kosmetik anbietet. Ich habe dann gefragt, ob ich dekorative Kosmetik vorstellen darf, und die waren sehr nett und haben gleich ja gesagt, und ich durfte mir dann ein paar Produkte aussuchen, und das ist hier mein Paket. Ich habe die Sachen jetzt auch schon eine Weile getestet, also ich habe alles schon jetzt ja viermal benutzt, um so einen richtig so einen Eindruck davon zu bekommen, ne? Ja. Hier habe ich die Produkte drin. Und die Produkte sind aus Hongkong gekommen. Ich habe, glaube ich, knapp 2 Wochen gewartet. Also zwischen 6 und 14 Tage dauert das, ne, nach der Bestellung, bis das dann bei euch zu Hause ankommt. Es kam zollfrei bei mir an und ich habe mich dann mal erkundigt. Also aus Hongkong bis 150 also Euro, ne, was da drunter ist, da ist das dann noch zollfrei. Genau. So, ich habe zum Beispiel mir ausgesucht eine Cushion Foundation. Das ist diese hier. Und ja, was steht hier drauf? Ich habe genommen 3.5 BO Vanilla. Das steht hier einmal, ne? Und ich glaube, ich habe es mir etwas hell ausgesucht. Es gibt verschiedene Farben, werde ich mal einblenden. Und ja, das kam dann so an. Und zwar ist da gleich noch einmal ein Nachfüller drin, also den du dann austauschen kannst. Das finde ich ja klasse, ne? Ich zeige das mal. So kam das dann bei mir an. Ne? Und das ist dann, ja, das Kissen da drin mit der Foundation, die doch sehr hell ist. Ich mache die mir hier mal rauf. Seht ihr, die ist doch schon recht hell. Habe ich mir ein bisschen zu hell ausgesucht. Ein Ticken. Es geht noch. Ich habe da ein bisschen Bronzer verwendet. Und ja, mit Rouge und Bronzer, und dann geht das. Aber ist schon etwas hell für mich, ne? Ja, da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr die richtige Farbe habt. Und um das auszutauschen, also das ist ja dann in diesem schönen, ja, in dieser schönen Verpackung drin, könnt ihr das hier unten rausdrücken. Und ich mache das mal einmal. Na, upsala. Also ihr könnt das rausdrücken und dann die andere reinmachen, ne? Genau. Ist das jetzt richtig? Nee, so. Ja, das finde ich auch ein bisschen praktisch und umweltfreundlich. Man kann sich dann, wenn man die Eimer hat, auch den, vielleicht nur den Nachfüller bestellen, ne? Ja, diese Foundation hat Lichtschutzfaktor 40. Sie ist maskenfest, stand da. Also wenn du eine Maske trägst, sie hält. Die hält bei mir tatsächlich den ganzen Tag. Sie setzt sich nicht irgendwo ab in den Falten oder so. Richtig gut. Halt nur etwas zu hell für mich, leider. Da habe ich mich verschätzt. Aber wie gesagt, es gibt auch noch andere Farben. Sie ist leicht deckend, kann man aber auch noch aufbauen. Du kannst sie also auch, ja, zweimal auftragen, dann deckt sie gleich besser. Und ich mache es aber immer nur einmal, weil sonst ist mir das einfach zu blass, ne? Weil ich zu hell ausgesucht habe. Und ich mag es eh nicht so doll deckend. Ja, ne? So kam sie dann halt bei mir an, die Foundation. Gleich mit Pflegestoffen, ist für ölige Haut, für trockene Haut und für normale Haut gedacht. Ich komme sehr gut damit klar. Ich habe ja so eine Mischhaut. Ne? T-Zone ist bei mir fettig und die Seiten normal. Und ich komme mit der Foundation sehr, sehr gut klar. Genau, das war einmal die Foundation. Die ist von Clio. Da kann ich mir ja mal die Brille aufsetzen. Da kann ich euch dann nämlich ein bisschen was zu sagen. Das ist die Clio Kill Cover Calming 3.5 Vanilla. Und ja, das sind ja immer gleich sozusagen 2 Foundations und die kosten 24,79 €. Genau. So viel zu der Foundation. Dann habe ich Blush bestellt
Und zwar den von Berryson Real Me Watercolor Blusher in der 01 Rosé Bud. Na, hier seht ihr auch schon mal die Farbe. Und da ist auch so ein B eingestanzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich kann die ja nochmal swatchen. Na, so schaut die aus. Und dann mache ich mir die hier mal rauf. Seht ihr, das ist so ein richtig schönes, nicht zu kräftiges Rouge. So schaut das aus. Das hatte ich mir ausgesucht in dieser Farbe. Gibt es natürlich auch noch andere Farben von, ne? Ja, dieser Blush kostet 12,49. Ne? Dann habe ich mir einen Lippenstift ausgesucht, den ich auch richtig toll finde. Ja, das ist von Peri Pera. Mood Glowy Tint 03 Rosé. Und so schaut er denn aus. Na, kommt wie so ein Gloss mit so einem Füßchen, fühlt sich aber wie ein Lippenstift an. Ich mache mir mal noch ein bisschen rauf. Und was ich auch schön finde, die Farbe bleibt auf den Lippen und ist nicht, wenn ihr jetzt was trinkt, auf dem Glas oder auf der Tasse zu sehen. Ne? Habe ich schon ausprobiert, das fand ich richtig toll. Weil sonst hast du, wenn du einen Lippenstift hast, hast du immer, wenn du eine weiße Tasse hast, und dann ist dann richtig immer der Abdruck da zu sehen. Das hast du hiermit gar nicht. Ja, gibt es auch in verschiedenen Farben. Wie gesagt, ich habe mir 03 Rose ausgesucht. Und ja, dieser Lippenstift kostet 6,39 Euro. Ich finde, das ist okay. Und der hält bei mir eigentlich auch echt gut. Ne? Er fühlt sich gut an, schön pflegend. Hat schön Glow. Mag ich ja gerne, wenn der Lippenstift so ein bisschen glänzt. Der gefällt mir auch richtig gut. Ja, dann habe ich hier ein Produkt. Das ist ein Augenbrauen Fork Eyebrow Tint. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also der, das ist ja alles beschrieben auf der Seite von Stylevana und auch auf Deutsch. Und da steht halt, dass du das nach dem Gesichtwaschen abends ja, auftragen sollst. Wohl auch auf die Haut, wenn du kahlere Stellen hast zwischen deinen Augenbrauen. Und über Nacht drauf lassen sollst und am nächsten Tag abwischen. Das habe ich ausprobiert. Bei mir war dann gar nichts zu sehen. Ich zeige euch mal die Spitze. Und der malt ganz feine Härchen. Könnt ihr das sehen? Ich mache nochmal. So, der malt so feine Härchen, ne? So wie immer drei Härchen sind das immer. Und ja, jedenfalls die Farbe ist toll. Die ist Grey Brown, also grün, grau-braun habe ich mir ausgesucht. Ich mache das jetzt immer so auf die Augenbrauen, ne? Wie so ein Augenbrauenstift, weil bei mir hatte das gar nicht gefärbt. Weiß ich auch nicht. Vielleicht kennt ihr euch damit besser aus. Eine Tönung stand bei der Beschreibung bei, dass das eine Tönung ist. Und dieser Augenbrauenstift kostet 5,99 Euro und Produkttyp Tönung stand da. Ja, das war so ein Produkt, da weiß ich nicht so genau, aber gefällt mir sonst gut. Die Farbe stimmt, es hält den ganzen Tag super gut auf den Augenbrauen, also alles toll. Ja, und der Preis 5,99 fand ich auch okay, bloß dass ich es nicht so ganz verstanden habe. Das ist vielleicht nicht so gut übersetzt auf der Seite. Hm. Oder ich bin zu blöd. Dann habe ich noch zwei Sachen. Und zwar einmal eine Eyeshadow-Palette. Moment. Das ist diese hier. Genau. Ich hole sie mal raus. Ja, gut eingepackt. Und ich finde das auch die Verpackung. Also hier so, das sieht richtig ansprechend und hübsch aus. Da habe ich ja auch einen Swatch gemacht und habe gedacht, oh, die ist aber lasch. Aber das ist ja auch ein bisschen gewollt, dass es nicht zu stark ist. Ne? So sehen die Farben aus. Und ja, ich habe erst gedacht, nee, das wird nichts für mich. Aber schaut mal, das habe ich damit geschminkt und zwar ohne Probleme. Ich musste nicht zigmal rübergehen.
Ich werde mal ein paar Farben swatchen. Einmal finde ich diesen Ton sehr, sehr schön. Der ist einfach so ein bisschen wie durchsichtig mit Schimmer, aber ein bisschen hell. Seht ihr, ne? Sieht so ein bisschen hell aus. Wenn ich den hier so rauf mache, kann man das sehen. Also die Haut schimmert schon noch so durch und ihr habt ganz feinen Glitzer. Dann haben wir hier so ein Rosé. Ja, sieht man, ne? Schimmert schön, glitzert, ganz, wie gesagt, ganz feine Glitzer und das bringt das Auge so zum Strahlen. Gefällt mir richtig gut. Hier oben habt ihr auch noch zwei Farben mit Glitzer. Na, einmal diese hier. Auch ist sehr transparent, kannst du aufbauen. Und einmal noch diese auch, da so ein bisschen Rosé, Orange und Glitzer drin. Dann habt ihr hier noch so einen Goldton. Der ist auch sehr schön. Wow, das ist dieser hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera auch so sieht. Richtig toll. Den habe ich auf den Augen noch gar nicht ausprobiert. Das mache ich nächstes Mal. Und hier haben wir einen schönen hellen Ton dabei, um das Auge so ein bisschen aufzuhellen. Und ja, einige Farben sind matt, ne? Und einige haben Glitzer drin, wie dieser hier und dieser. Na, und das ist auch eine schöne Farbe, um so ein bisschen das Schlupflid zu kaschieren. Damit gehe ich auch gerne oben nochmal rüber. Ich habe beides heute gemacht. Mir gefällt die Palette tatsächlich richtig gut. Die hat mich total überrascht. Ist richtig schön für einen nicht so knalligen Look. Und trotzdem habt ihr Glitzer. Und das sieht so fein aus. Wisst ihr, wie ich meine? Also mir gefällt die richtig gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Richtig schöne Palette. Habe ich nicht mit gerechnet, als ich sie das erste Mal so ein bisschen geswatcht habe. Ne? Habe ich gedacht, oh, mal gucken. Sehr lasch, aber schön. Toller Effekt. So, ne? Wenn man das so jetzt schaut, dass das so schön glitzert. Und ich hoffe, dass in der Kamera auch so rüberkommt. Es hat so einen richtig schönen Effekt. Gefällt mir richtig gut. Das einmal die Palette. Die ist... kann ich ja mal schauen, hier habe ich die Palette, habe ich mir da was zu aufgeschrieben. Also die ist von Ramon, Better Than Palette. Da habe ich mir die 08 Peach ausgesucht. Und ja, die Palette, da habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, was die kostet. Das werde ich einblenden. Genau. Dann habe ich als letztes eine Mascara, die ich heute übrigens auch drauf habe. Und die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert. Eine Volumenmascara in Schwarz. Das ist diese hier. Die mir auch richtig gut gefällt, weil sie hat ein ganz schönes Silikonbürstchen. Schaut mal. Das ist nicht so groß. Und ganz witzig, hat dazwischen auch so ein bisschen Stellen, die nicht so diese Häkchen haben. Also ganz interessant. Und sie ist so ein bisschen, habe ich festgestellt, die Mascara selber. Es gibt ja Mascaren, die etwas cremiger sind. Diese ist etwas flüssiger, so, ne? Nasser fühlt sie sich erstmal an. Aber sie macht ein schönes Volumen, schöne Wimpern. Also da war ich angenehm überrascht. Und die war auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Das hatte ich mir nämlich, glaube ich, aufgeschrieben. Genau. Also die kostet jetzt im Angebot 4,69 Euro. Und der Normalpreis ist 10,63 Euro. Eine Volumenmascara, Farm Stay heißt sie, genau, und die gibt es wohl dann auch immer mal im Angebot, so wie jetzt gerade, und dann kann man die, ja, ich könnte sie empfehlen, ich finde sie gut, ne? Sie macht, was sie soll, sie gibt Volumen und ein bisschen Länge. Ja, insgesamt muss ich sagen, es ist das erste Mal, dass ich koreanische, ja, dekorative Kosmetik ausprobiert habe. Deswegen war ich ja auch so überrascht hier mit den hier mit der Palette, dass die doch so schön auf dem Auge aussieht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen schwach sein. Vielleicht kann man es aufbauen. Man kann es auch ein bisschen aufbauen, ja, aber brauchte ich gar nicht. So reicht mir das ja vollkommen. Und das ist ein richtig schöner, natürlicher Look. Und trotzdem durch die Glitzerpartikel in diesem hellen und hier, dadurch strahlen die Augen so schön. Also ich finde es toll. Hätte ich echt nicht mitgerechnet, als ich die das erste Mal so ausprobiert habe. War ganz überrascht. Und ja, diese Cushion Foundation von Clio, die finde ich auch richtig toll, muss ich sagen. Sitzt gut auf der Haut, alles toll. Die Farbe hätte ich ein bisschen
hätte ich einen Ton dunkler nehmen sollen, weil ich sonst, wenn ich keinen Bronzer und so nehme, bin ich ein bisschen blass. Es passt noch gerade so, aber ein bisschen blass sehe ich aus. Den Lippenstift, den finde ich klasse. Na? Also seht ihr ja, die Farbe ist schön, gibt es aber auch noch in anderen Farben, sagte ich ja schon. Und hat einen richtig schönen Glanz. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich würde auch sagen, so die Farbe passt zu ganz vielen Augenlooks. Finde ich richtig toll. Mascara ist auch in Ordnung, tut was sie soll. Der Blush, ne, das ist ja einmal hier, der ist auch so dezent schön und mir gefällt er richtig gut. Na, ja. Ich denke, ich habe mir ganz gute Sachen ausgesucht. Ja, wenn ihr auch mal in den Shop reinschauen wollt, das ist unten in der Infobox, werde ich den reinstellen. Und mit dem Link in 10 Margarita bekommt ihr nochmal 10% auf euren gesamten Einkauf, wenn ihr euch da was aussucht und das auch mal ausprobieren möchtet. Vielleicht kennt der eine oder andere ja auch schon koreanische Kosmetik und ja, wäre mal ganz interessant, was ihr dazu sagt. Also ich muss sagen, ich bin sehr angenehm überrascht, sehr positiv überrascht. Ne? Gerade wo ich dachte, die Palette ist so schwach. Wow, die ist echt toll. Die macht was. Also die lässt deine Augen so strahlen und das auf so eine sanfte Art. Ne? Du hast nicht so knallige Farben drauf, sondern so ganz sanft und ganz winzig kleine Glitzerpartikelchen. Was natürlich ist, wenn ich die auftrage, ein bisschen Glitzer habe ich dann auch. Das war leider so, dass das auch ein bisschen dann im Gesicht geglitzert hat. Ne? Am besten dann hinterher die Foundation erst machen. Ne? Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!